Rund um mich herum sieht es praktisch aus wie auf der Kommandobrücke von der Enterprise. Und wir stürmen tatsächlich das neue Jahr 1000. Ja, in der Küche ist mittlerweile alles möglich. Ich bin beim Spezialist von der Electrolux, Beat. Erzähl mal, ich habe gesehen, das grösste Highlight, glaube ich, im Moment ist ein selbstständiger Backofen. Das ist richtig. Wir gehen heute in eine neue Generation rein. Die Backöfen und auch die ganzen Haushaltsgeräte werden heute von einer speziellen Plattform alles miteinander vernetzt und können über alle elektronischen Mittel wie Smartphone, iPad und so weiter können immer gesteuert werden und ich habe die volle Kontrolle darüber. Ja, aber wie funktioniert denn das genau? Ich meine, okay, eine App kann heute jeder bedienen, aber wie läuft das genau ab und wie geht man vor allem über einen Tag, wenn man hier schon einen Plan hat von der oben? Also ich habe zwei Möglichkeiten. Ich habe offline auf dem Gerät habe ich die ganze Rezeptautomatik, es wird alles dokumentiert. Ich kann das nachlesen, scrollen und sagen, schau, wie ich das herstellen muss. Ich kann aber auch eine Einkaufsliste generieren. Die habe ich heute dabei, auf dem iPhone. Wenn ich heute gehe posten, dann sehe ich eigentlich, auch heute Abend würde ich gerne mal eine Lachsfilet machen. Was muss ich alles kaufen? Dann rufe ich das schnell auf dem iPhone, sehe noch, was ich zusätzlich kaufen muss. Und dann gehe ich heim, tue das zubereiten nach dem Rezept, die dann hinterlegt sind und sage im Backofen über das iPhone, was er jetzt genau machen muss. Und das Schöne ist, der Backofen gibt mir immer wieder Rückmeldung und zeigt genau, wie ich jetzt im Moment stande. Ich kann mich also locker zurücklehnen und der Backofen übernimmt die ganze Arbeit. Ich muss gar nichts mehr anders machen. Beat, ich stelle fest, das ist ein totaler Hype bei euch. Das flippen alle aus ab dem Ofen. Gehen wir aber ein Stück weiter. Wenn ich eine App habe und ein elektrisches Gerät kann bedienen, bedeutet das eigentlich für die Zukunft, dass ich das in der Küche erwartet mit allen weiteren Geräten. Das ist genau die Idee. Also Electrolux ist auf eine internationale Plattform gegangen, wo ganz namhafte Firmen weltweit auch dabei sind. Das ist eine Plattform, wo man alle Sachen, alle Haushaltsgeräte und alle Instrumente oder alle Apparaturen... Eben nicht nur Backofen, oder? Nicht nur Backofen, auch Rollladensteuerung, Licht regulieren, Alarmanlagen, Türautomatik und so weiter. Das kann ich über die gleiche Elektronik, über die gleiche Plattform machen und kann die alle die Systeme miteinander vernetzen und das immer dabei, immer zu und hat die totale Kontrolle auch im ganzen Haushalt. Und da gehören natürlich die modernen Haushaltsgeräte von Electrolux auch dazu. Gut, jetzt will ich aber noch ganz etwas anderes wissen. Jetzt haben wir nur über Technik in dem Sinn geredet, über Zukunft. Was ist denn qualitätsmässig gegangen? Ich meine, Electrolux ist gerade auch in Sachen Öfen, ist jetzt ein Paradebeispiel. Ist ja der Ofen, hat man auch hier noch weiterentwickeln oder hat man sich jetzt nur noch um die Elektronik gekümmert? Nein, wir sind in der glücklichen Lage, dass Electrolux auch eine Profiabteilung hat, eine Gastroabteilung. Wir können heute immer mehr von dieser Gastroabteilung profitieren. Das sind Techniker, die unsere Köche, Mischlenköche, jeder zweite Mischlenköche weltweit kocht auf Electrolux Professional. Von dem können wir natürlich die Erfahrung übernehmen, wir heute immer mehr in den Haushaltsgerätebereich rein, weil wir sehen ja immer mehr, dass es immer ambitionierte Hobbyköche gibt. Die kochen heute praktisch auch schon im Sternenbereich und darum müssen wir auch die Geräte entsprechend anpassen, auch die Qualität und vor allem auch die Einfachheit halber zum Bedienen. Heute wollen alle Starköche sein, aber man hat noch nicht gar Kenntnisse dazu und wir ermöglichen das praktisch allen Leuten. Noch ganz kurz etwas über die Firma selber. Ich meine, Electrolux ist ein Garant, ist ein renommiertes Unternehmen. Schnell etwas Firmenphilosophie, wie viele Mitarbeiter und so. Wir sind weltweit, haben wir über 50'000 Mitarbeiter. Wir sind in der Schweiz mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterwegs und sind somit auch sehr ein grosser Arbeitgeber in der Schweiz und haben natürlich auch eine hohe Kompetenz mit allen Services und was es braucht. Wir haben auch überall Ausstellungen in der ganzen Schweiz, wo die Leute gratis mal an so einem Kochseminar teilnehmen und auch das ist etwas, was spricht für Electrolux.